Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part. Let's play Total War Attila, The Age of Charlemagne. Das Zeitalter Karls des Großen mit dem mächtigen Königreich Mercia, das ja jetzt das Königreich England geworden ist. Unter der Führung von Offa. Ich sehne mich nach einem Kampf. Und natürlich mir, Fighting Joe, aka El Banana Joe. Wir haben die Eroberung der britischen Insel abgeschlossen und wollen jetzt eigentlich die Invasion des Festlands planen. Zur Invasion des Festlands muss allerdings noch ein bisschen was dazukommen. Wie viel brauchen wir hier? 7. Das heißt, wir warten hier den Bevölkerungsüberschuss ab. Wir müssen nämlich jetzt ein wenig unser Reich aufbauen, ein paar Schiffe zusammenkratzen, die Armee aus dem Norden weiter nach Süden ziehen, um einfach genug Potenzial zu haben. Allerdings ist diese Armee natürlich extrem weit weg hier oben. Das heißt, wir stellen in Litchfield eine weitere Armee auf. Wir könnten einmal hier Athelstan nehmen, aber ich möchte hier Alred nehmen. Einen Strategen, das ist soweit in Ordnung. Er kriegt eine Armee und stellt sich nach Litchfield rein. Da können wir diese Runde noch nichts anwerben, aber wir haben ihn schon mal. Das ist mir persönlich ein Anliegen. Oswifu kriegt noch ein... Wer ist Oswifu? Ist das ein Mann? Ah, das ist ein Mann. Cool. Du kriegst einen Bürokraten und einen Kommandanten. Dann kriegt er hier noch den beseelten Anführer. Das ist doch erstmal soweit alles in Ordnung. Wir müssen leider mal wieder den Winter abwarten. Ich hasse es, Winter abzuwarten. Das ist aber hart gemacht, also, oder gut gemacht hier wirklich, dass man im Winter nicht unbedingt Krieg führen sollte. Und die Wintermonate tatsächlich aussitzen sollte. Was ist denn das da mit dem Sonnending gewesen? Wow! Cool. Das Königreich der Franken hat mit allen gerade Frieden geschlossen. Hat er meine Gedanken gelesen? Oder hat er sich gerade gegründet? Das weiß ich natürlich nicht. Übersichtskarte. Okay, ich weiß es also nicht. Es wird mir nicht alles angezeigt, was den Franken gehört. Also Friesland ist ganz schön gut dabei. Meine Diplomatie schon, habt ihr Verbündete? Ja, die Westfalen. Die fränkischen Separatisten halten momentan nicht wirklich viel. Sie halten noch Boulogne. Sie haben Amiens an Friesland verloren. Also, wo sind wir denn jetzt hin? So, ich muss aus der Diplomatie raus. Dann wird mir auch wieder die Minikarte angezeigt. Was wir jetzt eigentlich machen müssen, ist ganz schnell nach London zu segeln, um unsere Armee hier zu Wasser lassen zu können. Damit wir Boulogne einnehmen können, damit wir erstmal den Brückenkopf in Europa, also Kontinentaleuropa haben. Nämlich momentan so ein bisschen die Befürchtung, dass dass wir da gleich gegen Friesland Krieg führen müssen. Und Friesland ist gar nicht so ungefährlicher Gegner. So, wie weit zieht ihr runter? Ich hätte natürlich trotzdem gerne diese Armee im Süden. Das heißt, wie lange braucht ihr nach London? Das ist der Sommer, das ist der Herbst, das wäre der Winter. Das heißt, du ziehst nach Lincoln. Wir brauchen diese Armee eh. Und du kriegst Thanes. Ja, dann bauen wir halt die Runde hier mal nichts. So, und in der nächsten Runde können wir dann hoffentlich
mit der Flotte unsere Armee hier übersetzen. Denn Armeen übersetzen ohne Flotte ist nicht schön. Das hat echt viel altes Total War Feeling, dieser Kampagnenzyklus hier. Oh, wir haben die Imperiumstufe erreicht. Und drei zusätzliche Ziele abgeschlossen. Und wir haben ein schlechtes Omen in Winchester. Was sind unsere Nebenziele? Harte Zeiten in Wessex. Ja, hier wird übrigens gerade ganz schön in diesem kleinen Text, ich weiß nicht, ob man den lesen kann. Wahrscheinlich kann man ihn lesen. Das ist eigentlich ganz schön erklärt halt. Kühnewulf wird dann umgebracht. Also der König, das ist nicht derselbe Kühnewulf, den ich vorher mal erwähnt habe. Und dann haben wir halt wieder Beatrix oder Trich, weiß ich nicht, wie man das C jetzt ausspricht. Beatrix, glaube ich. Und das ist halt, der ist König von Wessex und Wessex ist ein eigenständiger Staat. Das Ding, oder ein eigenständiges Reich, das Ding ist halt eben einfach nur, dass der König von Wessex ihn unterstützt. So, wir bauen mal Winchester ein bisschen aus. Hier können wir nichts von. Achso. Da brauchen wir Technologie und Gebäude für. Dann bauen wir hier auch die Archive aus. Nein. Wo können wir denn nochmal was bauen? Das möchte ich nicht so gerne, diese Eisenmine. Ein Stoffweber. Boah, das bringt 200 mehr aus Handel. Das ist gut. Du musst mal nach Süden laufen. Und runter nach Bamber. Nach Lincoln. Du rekrutierst diese Runde nichts, ne? Kriegst noch zwei Thanes und einen Reiter. So, und jetzt ist die große Frage. Können wir auf... Das können wir nicht. Hart an die Ruder! Können wir direkt... Nee, wir können nicht. Das heißt, du musst nach London segeln. Du musst dich nach London bewegen. Ich erwarte eure Befehle. Und dann können wir in der nächsten Runde übersetzen. Nach Bologna. Hoffentlich. Ist ungünstig, dass wir das im Herbst machen müssen. Aber was will man tun? So, jetzt müssen wir aufpassen. Ich möchte wissen, was dieses Sonnending ist. Die Qualität unserer Waren würde eurem Volk zusagen. Und Handel bringt Wohlstand für alle. Was sagt ihr dazu? Nein, ich möchte euch nächste Runde angreifen. Also man muss sich ja nicht die Diplomatie bewusst kaputt machen. So. Wie kann ich euch helfen? Die Strömung der Themse. Das Schiff kann sich nicht dorthin bewegen. Und dann gehst du mal hier nach Bologna. Flotte bereit! Ich gehe von Bord! Und du stehst jetzt hier. Noch sind wir ja nicht im Krieg mit denen, das heißt hoffentlich sind sie blöd genug, uns nicht anzugreifen. Ja, unser Einkommen geht natürlich gerade wieder deutlich nach unten, weil wir hier Truppen pumpen. Aber es werden ja gleich einige Gebäude hier auch dann in Winchester fertig, die uns mehr Geld geben. Allein das bringt noch mal ein bisschen mehr. Und ich denke, dass dann werden wir wieder so bei 3000 uns einpendeln. Unser Erbe hat eine weitere Fähigkeit erhalten. Das ist gut. Du kriegst den und den. Ich werde den so lange als Statthalter einsetzen, bis er König wird. Dann gebe ich ihm eine Generalsrolle. Einfach nur... Im Grunde genommen züchte ich gerade den General schon ein bisschen hoch, auch wenn er jetzt eher Verwaltungsskills hat. Aber der braucht halt diese ganzen Einflusssachen schon.
Das ist einfach praktisch, wenn man einen König hat, der viel Einfluss generiert. Gerade wenn man die Generäle nicht mit seiner Familie besetzen kann, weil wir ja nur sehr wenig Familie haben. Oder scheint irgendwie Saragossa zu sein. Richtige Gebäude, bla. So, du stehst in Lincoln diese Runde. Wir können in Wales was Neues bauen. Stadtgebäude bauen macht ja eh deutlich mehr Sinn. Wir können immer noch kein Hospiz bauen. Was brauchen wir dafür? Münster oder Kathedrale? Königlicher Hof, Palast, Gutshof, Marktstadt. Hier könnten wir eine Kathedrale draus machen, ne? Nee, gar nicht. Aus Litchfield können wir eine Kathedrale machen. Dafür brauchen wir Landschenkungen. Okay, das ist aber uninteressant. Ein Goldschmied fällt dadurch raus. Okay. Wales grenzt an Litchfield und Winchester. Wales generiert alleine schon 200... 950 sind 550. 550, 610. 910. 910. Über 1000. Das heißt, es würde uns schon 100 mehr bringen. Und dann haben wir hier ja noch einiges. Wir bauen hier diese Münzstätte. Ich hoffe, dass das sich akkumuliert. Das heißt, dass wir jetzt in Winchester und Caerwent 20% drauf kriegen. So, du gehst in die normale Stellung und erklärst den Scheiß Dingens den Krieg und nimmst den ganzen Schmarrn ein. So. Wir besetzen die Siedlung. Ich sehne mich nach einem Kampf. Oh, und er hat Gent eingenommen. Ich erwarte eure Befehle. Du gehst in die Stadt rein. Und Offa hat ein Level abgekriegt. Das ist doch schön. Du kriegst den beseelten Anführer und den Einheitenrang. Dann holen wir uns auch die Campaign Movement Range. Habe ich hier noch irgendeine Waffe, die ich ihm geben kann? Der Kompositbogen macht nicht so viel Sinn. Und das macht auch nicht so viel Sinn. Geben wir ihm mal die Lanze. Kann ich hier das irgendwie ein bisschen sinnvoller machen? Den Helm mit breitem Band. Wir geben ihm mal diesen Nasalhemd. Der Kavalleriekommandant macht auch eigentlich nichts für Sinn. Habe ich hier irgendwas, was Einfluss gibt? Das wäre super. Aber wir geben ihm hier den Integritätsbuff. Nicht, dass uns. Also diese Armee darf uns halt nicht abhauen. Das macht Sinn, das macht keinen Sinn, das macht Sinn. Ja, und das müssen wir ja eh reparieren. Sehr schön, sehr schön. Der erste Streich ist geglückt. Ich werde dann gleich weiter nach Gent marschieren und Gent einnehmen im Frühjahr diesen Jahres. Oder im Frühjahr des nächsten Jahres. Und in die Runde gucken wir noch rein, ehe ich den Part beende. Ja, ist jetzt leider ohne großes Tamtam geschehen, dass ich die Invasion von Europa starte. Also ich möchte jetzt auch nicht ganz Europa besetzen. Aber es geht einfach darum, dass wir ein bisschen, ja, ein bisschen was auf den Weg bringen. Und der große Krieg wird ja einfach zwangsläufig irgendwie Richtung Frankenreich gehen müssen. Und den werde ich dann auch einleiten. Wir schaffen es jetzt in dieser Runde einfach einen Brückenkopf. Und dann kann ich in der nächsten Runde vielleicht ein bisschen frei von der Leber weg drauf losreden, wie ich das ja eigentlich ganz gerne mache. Wie lautet euer nächster Befehl? Was steht hier drin? Bereit zum Kampf. Bringe ich mal hier in Stellung. Auf geht's. Haben wir noch irgendwelche guten Söldner vom Kontinent? Nö. Sächsische Speerschar. Nee.
Ich würde sagen, wir gucken, ob uns diese Streiter des Rheins hier angreifen. Wenn sie es tun, wäre super. Du marschierst nach London. Du rekrutierst Viertbogenschützen und Viertspeerkämpfer. Du baust hier mal den Fischereihafen aus. Hier müssten ja gleich die Gebäude fertig werden. Da müssen wir mal gucken, wie viel Mehreinkommen wir kriegen. Müsste so 200-300 sein. Oh, und wir haben nächste Runde auch wieder den Witan erforscht. Dann werde ich allerdings mal hier weiter in der Armeeforschung machen. Ich glaube, ich werde die Miliz erforschen. Oder die Ausbildung der Viert. Na, ich weiß es nicht. Ruf zu den Vasallen. Ja, ich würde sagen, an der Stelle beende ich diesen etwas unspektakulär daherkommenden Part. Es hat sich jetzt allerdings wirklich ein neues Kapitel aufgetan. Wir kämpfen jetzt auf dem Kontinent. Wir kämpfen jetzt in Europa. Und das wird tatsächlich ein schwieriger Anfang werden. Wir müssen uns jetzt hier erstmal einen Brückenkopf schlagen. Darum ist es sehr gut, dass hier die fränkischen Separatisten rumgeistern. Wir werden wahrscheinlich auch mit Friesland Krieg führen. Dass wir hier erstmal den Küstenstreifen kriegen, hier die Provinz Friesland vielleicht. Und ich habe meine Pläne ein bisschen geändert. Ich möchte nicht eigentlich nur das große Frankenreich ärgern, sondern mein erklärtes Ziel, und vielleicht beende ich, also ich weiß halt nicht, ob ich die Kampagne wirklich bis zum Hauptzielsieg durchspiele. Ich meine hier die Imperiumsstufe 5. Das haben wir ja bald. Denke ich, werden wir bald haben. Ich denke, ich werde es schon bis zum langen Sieg durchspielen, je nachdem, wie lange ich Bock habe. Aber mein erstes erklärtes Ziel ist es, Dänemark einzunehmen. Ich find einfach die Idee ganz witzig, mit einem angelsächsischen Königreich in Dänemark einzufallen. Und wenn wir das geschafft haben, können wir ja weiterschauen. Ja, ich kann mich nur bedanken für euch beim Zuschauen. Im nächsten Part gibt es wieder ein bisschen History Talk bis Fighting Joe. Und das war jetzt bewusst falsch ausgesprochen. Bis dahin, alles Gute.